Sie liegt so idyllisch und still mitten in der Eifel, die Nürburgring-Nordschleife. Doch der Schein trügt, denn unter Rennfahrern gibt es für sie nur einen Namen, die grüne Hölle. Und damit recht herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauer, zum Motorsport-Langstrecken-Klassiker, den 24 Stunden auf dem Nürburgring. Und es war ein sonniger Tag heute in der Eifel und der nächste Lichtblick steht schon neben mir. Christina Sura, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier vom Nürburgring. Hallo Erik. Du bist ja wieder in Doppelbelastung hier, nicht nur für uns unterwegs in der Boxengasse, sondern auch auf der Rennstrecke. Und die Frage ist sicherlich so alt wie die Rennstrecke selbst, aber was ist die besondere Faszination Nordschleife? Eigentlich muss man erst mal gefahren sein, um zu wissen, wovon ich hier spreche. Es ist über 25 Kilometer, 25,378 um es genau zu sagen, und hat 73 Kurven. Also es ist eine riesen Herausforderung. Es hat schnelle Ecken, langsame Kurvenkombinationen und dann ganz viele blinde schnelle Ecken, wo man also nicht sieht, wo es lang geht. Man muss sich sehr gut auskennen und es ist auch, ich sage immer, so die schlafende Schlange und manchmal weiß sie... BMW M3 GTR dieses Jahr also nicht am Start. Das hier ist der Eifelblitz, der Scheid BMW. Und im Cockpit unter anderem ein echter Eifelaner, so wie sich das gehört. Christian Menzel mit am Start hier beim 24-Stunden-Rennen. Für einen Eifelaner muss es doch was ganz Besonderes hier sein. Pass mal auf, also erstmal, ich bin kein echter Eifelaner. Ich bin hier nur zugezogen und akzeptiert. Bin eigentlich ein Rheinländer. Ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, aus Langenfeld. Und also nur akzeptierter Eifelaner, Wahleifelaner. Dankeschön. Ja. Trotzdem Spaß an dem Rennen hier am Wochenende? Ja, also da darfst du mich nicht nachfragen. Das ist das beste Autorennen auf der ganzen Welt. Ich habe schon vieles erlebt, außer Le Mans war ich eigentlich schon überall. Und da gibt es gar nichts, nichts, was ansatzweise an diese Veranstaltung rankommt hier. Und welche Chance hat der gebürtige Rheinländer, mittlerweile Eifelaner, mit dem Scheid BMW hier? Also ich muss der Mannschaft rund um dem Hannes Scheid ein Riesenkompliment machen. Unser Eifelblitz, der geht wirklich richtig gut. Wir waren noch nie so nah an der Spitzengruppe dran, die heute wirklich mit allem fährt. Auf den Mantai Porsche haben wir bisher nur 12 Sekunden verloren. Die fahren garantiert mit Qualifiers. Wir sind bisher nur im Renntrim gefahren, haben das Auto jetzt im Moment noch mal deutlich verbessert. Also wenn wir das Ganze heute Morgen oder vorhin schon gehabt hätten, würden wir noch mal eine ganze Ecke schneller fahren. Aber wir sparen uns alles für Rennen auf. Okay, wir sind gespannt. Danke, Christian Menzel. Und wer noch zu den Favoriten zählt, 2006, Karla Zapuschek ist unter die Zocker gegangen. Das ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen 2006. Ein einziges Pokerspiel, bei dem viele Faktoren zählen, gerade für die diesjährigen Favoriten. Team, Auto, Reifen, Wetter, ankommen. Beim Thema Reifen setzen die Favoriten auf ganz verschiedene Karten. Olaf Mantai beispielsweise hat für sein Team Michelin als Partner gewählt. Immerhin der Siegerreifen der vergangenen 24-Stunden-Jahre. Die Top-Favoriten um den Alzen Porsche haben sich hingegen für Pirelli entschieden. Aber nicht nur das Material, auch die Taktik zählt, wie beim Poker eben. Also man braucht hier wirklich auch das Händchen, dass man dann auch gerade zur richtigen Zeit das richtige Rad drauf hat, wenn es anfangen sollte zu regnen. Weil die Strecke ist halt 25 Kilometer lang, da gibt es Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. Ein Teil der Strecke nass ist, ein Teil der Strecke ist trocken und da kann man sich ganz schnell verpokern. Team Land Motorsport und Zarkowski Racing drehen ihre Runden auf Dunlop, Pneus. Und dann gibt es noch ein Team mit ganz besonders ausgefeilter Strategie. Das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wir fahren also auch im Regen eine andere Marke als im Trockenen. Wir haben dann noch zusätzlich für Mischverhältnisse einen Intermediate-Reifen, den wir uns anfertigen ließen. Also es ist auch bei uns so, dass wir uns überall das Beste herausgesucht haben. Die Mitspieler um den Sieg des 24-Stunden-Rennens kommen übrigens aus dem Team Dulla Motorsport und zeichnen sich durch 191 Jahre Erfahrung aus, wenn man das Alter der Piloten mal zusammenzählt. Die Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Dubai sind mit dem 400 PS starken BMW M3 zwar kein Top-Favorit, doch ein Mittel zum Erfolg hat vor allem Striezel Stuck. Je mehr Chaos, umso besser. Also am liebsten wäre für mich Regen 24 Stunden und richtig Unwetter, dann geht es richtig vorwärts. Denn dann kann man den Leistungsmanko ein bisschen ausgleichen. Neue Elektronik und Detailverbesserungen am Motor haben die Giftzähne der Zackspeed Dodge Viper geschärft. Der 500 PS starke Motor leitet seine Bärenkräfte an ein sequenzielles Getriebe weiter. Ein höherer Spritverbrauch kostet dagegen wertvolle Zeit. Nach Technikproblemen 2005 wird beim Siegerkandidat Land Motorsport 2006 nicht gepokert. Zumindest was die Strategie betrifft. Haltbarkeit und Konstanz sind für den Bielstein Porsche GT3 RSR eher gefragt.
Das Pokern jetzt auf Pol zu fahren, ist vielleicht auch möglich mit unserem Auto, aber ich glaube, das ist nicht das, was zählt bei 24 Stunden. Jeder weiß, bei 220 Autos auf der Nordschleife ist das Durchkommen angesagt. Durchkommen ist beim alten Porsche mehr als angesagt, denn daran hapert es in der Vergangenheit eindeutig. Turbo- und allradlos geht es mit einem neuen Porsche GT3 ins Rennen. Einen neuen Fahrer gibt es mit DTM-Pilot Christian Abt und auch sonst ist fast alles neu. Wir haben ein relativ konservativ gebautes Auto. Wir fahren im Vergleich zu den anderen Porsches kein sequenzielles Getriebe. Wir fahren H-geschaltetes. Kostet uns ein bisschen Zeit, auch ein bisschen Leistung. Aber ich denke, auf die Distanz ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Wahl. Obwohl Olaf Manthey den Nordschleifenklassiker in 32 Dienstjahren weder als Fahrer noch als Teamchef von Manthey Racing je gewann, gilt er mit seinem Porsche 911er GT3 als absoluter Top-Favorit. Das Auto ist eine Bank, die Fahrer gehören zur Handelsklasse 1A und auch nach Meinung der Pokerkarten hat Manthey Racing das stärkste Blatt. Mit dem sprichwörtlichen Ass im Ärmel meldet sich Pilot Michael Bartels im Maserati Grandsport GT3 als Geheimfavorit. Doch hier mangelt es vor allem an Erfahrung, denn Maserati war noch nie von der Partie. So tummeln sich hinter den Superstars der Szene eine ganze Menge weiterer Teams mit berechtigten Hoffnungen auf eine Top-10-Platzierung. Die Hosen runterlassen und sich in die Karten schauen, lässt sich keiner von ihnen. So wird sich wieder einmal erst nach 24 Stunden zeigen, wer die grüne Hölle bezwingen konnte. Ja, und ich stehe jetzt hier bei meinem Team, beim MSZ-Team mit zwei meiner Kolleginnen. Eine ist gerade am Fahren und links von mir ist die Kathi Felser und rechts von mir die Kathi König. Und wir verstehen eigentlich gar nicht, warum wir nicht unter den Favoriten sind, oder? Überhaupt nicht. Ja, wir gehen jetzt ab nach München und dann schauen wir weiter, was hier los ist. Zurück auf dem Nürburgring und wir sind mal in eine Box reingegangen, damit Sie sehen, was hier los ist. Denn 24 Stunden, das ist eben was ganz Besonderes. Hier wird überall gearbeitet oder zumindest tun die Leute so, als ob sie arbeiten. Und eines der schönsten Autos in jedem Jahr, muss man einfach sagen, ist die Dodge Viper, eingesetzt von Zackspeed. Hier wird noch gearbeitet, dann geht es gleich raus ins Training. Und bei uns ist der Teamchef Peter Zarkowski. Die Viper ist nicht nur schön, sondern gehört zum 24-Stunden-Rennen einfach dazu. Und wie realistisch ist dieses Jahr auch der Sieg? Ja, beim 24-Stunden-Rennen ist immer alles möglich, aber das ist eine harte Konkurrenz, muss man sagen. Und wir sind mit unserem neuen Auto erst am Freitag fertig geworden, also sprich gestern. Mal gucken, also wir sind bis jetzt eigentlich ganz zufrieden und müssen halt mal über die 24 Stunden kommen. Und wann geht's wieder raus auf die Strecke jetzt zum Training? Wir haben jetzt noch ein bisschen was probiert, wir fahren gleich nochmal raus. Okay, vielen Dank Peter Zarkowski, viel Glück bei den 24 Stunden. Und bei uns wird jetzt österreichisch gesprochen, denn ich gebe ab an Ihren Kommentator und das ist Walter Zipser. Und mit diesen Bildern herzlich willkommen bei der Faszination Nürburgring, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Onboard-Bilder und die Helikopter-Bilder, das wird mit das Faszinierendste an diesem Wochenende sein. Der Blick zurück auf heute Vormittag, die Startnummer 264, Jochen Übler, beim Rausfahren aus der Box mit kalten Reifen, schaltet vom ersten in den zweiten Gang und biegt im rechten Winkel ab auf die Startzielgerade. Und dort kommen sie mit Fullspeed daher, die 264, wo auch Claudia Hürtgen drauf sitzen sollte. Übel bedient und die nächste heiße Szene um 19.30 Uhr. Beim Beginn dieses Trainings, schauen Sie mal links, da steht der Land Porsche, der Manthey Porsche und die Viper und die berühren sich gleich in der Ausfahrt aus der Boxenstraße. So heiß waren die Jungs, um als Erste auf die Piste zu kommen, um zu Beginn dieses freien Trainings, dieses zweiten und entscheidenden Trainings, vielleicht die freie Runde zu erwischen. Der zweitschnellste bisher ist der Porsche von Jürgen Alsen. Die Startnummer 2 mit 8,49,1. Das ist genau 3 Sekunden langsamer als die Führenden. Und Jürgen Alsen hat sich heute Abend in diesem zweiten Training an der Zackspeed Viper vorbeigeschoben. Genau 0,04 Sekunden machen den Unterschied aus. Um 0,04 Sekunden steht jetzt der Alsen Porsche im Moment in der ersten Startreihe. Und das ist der schnellste. Die 28. Der Porsche von Olaf Manthey, der 3,8 Liter mit dem 500 PS Werksmotor. In 32 Jahren, Sie haben es gehört, hat Olaf Manthey nie den Nürburgring gewonnen. Niemals Platz 1 als Fahrer oder als Teamchef. Vielleicht wird das ganz große Wochenende. Lukas Lohe ist heute Vormittag mit diesem Wagen sofort eine 8,47 gefahren. Aber man hatte immer den Eindruck, Manthey Porsche geht noch was und jetzt haben sie gerade
ich nehme mal stark an, mit Qualifiers eine unglaubliche 8,38 auf die Bahn geknallt. Noch einmal gleich am Stück um 9 Sekunden schneller gefahren. Das ist natürlich auch mit der untergehenden Sonne, den kühleren Temperaturen, der besseren Haftung auf der Strecke zuzuschreiben. Aber 8,38,1 ist schon eine starke Ansage an die Konkurrenz. Die Faszination Nürburgring, schon so oft angesprochen, sie ist auch in diesem Jahr vielleicht schon sogar noch ein bisschen intensiver als zuletzt, denn Sie haben die Bilder aus dem Vorjahr gesehen. Der strömende Regen, die Kälte, all das, was die Fans im letzten Jahr durchleiden mussten. Ich hoffe sehr, Sie bekommen das in diesem Jahr mit gutem Wetter, mit Sonnenschein, mit Wärme und mit tollem Rennen wieder ein wenig zurück. Die Prognosen sind nicht schlecht. Heute Morgen hatten wir ein bisschen Nebel und das war aber auch schon das einzige Problem. Der Nebel nur im Bereich von Start und Ziel. Raus hinter Hatzenbach war alles schon wieder klare Sicht. Und jetzt ist ohnehin ab Mittag die Sonne rausgekommen und der Nachmittag war sehr warm hier in der Eifel. Wir gehen einem fantastischen Sonnenuntergang entgegen mit all der Faszination, die zu diesem tollen Rennen mit dazugehört. Die 34. Auflage, Nürburgring 24 Stunden. Eine Zeitung hat so treffend geschrieben, die eilige Nacht steht uns bevor. Mehr als 200 Autos, mehr als 800 Piloten aus 30 Nationen, 1000 Streckenposten sind im Einsatz und wir erwarten über 200.000 Zuschauer und die Hardcore-Fans, die sind schon seit mehr als einer halben Woche hier. Die Campingplätze sind zunehmend gut gefüllt, es herrscht schon überall Partylaune. Nicht zuletzt, natürlich auch aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft. 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr, das sind auch Fixzeiten hier am Nürburgring. Es wird auch jede Menge Fußball geschaut. Die 24 Stunden in diesem Jahr, das wird, so wie es aussieht, ohne Werksteams ein Duell Porsche gegen Viper gegen BMW. Die Favoriten haben wir Ihnen vorgestellt. Aber ich würde mal meinen, das, was wir bis jetzt an den Zeiten gesehen haben, das sollten wir noch nicht unbedingt überbewerten. Einzelne Teams, auch Spitzenteams, sagen ganz klar, wir machen nicht mit bei der Zeitenjagd, wir nehmen keine Qualifiers, wir fahren unsere Abstimmung, wir fahren ganz normal unser Training. Ob wir als Dritter, Fünfter oder Achter starten, das spielt über 24 Stunden keine Rolle. Und unter Anführungszeichen und liebevoll gemeint, die Eifel-Mafia, die unbedingt in der ersten Startreihe stehen möchte, natürlich aus Prestigegründen bei diesem Rennen, die hat sich ohnehin schon positioniert. Die stehen eben mittlerweile schon auf den Startplätzen 1 und 2. Der Porsche aus dem Manteistall und der Porsche von Alst. Sie sehen hier im Moment im Durchlauf die Top 5. 8,38,1 ist also jetzt die neue Bestzeit vom Mantai Porsche. 11 Sekunden im Moment der Rückstand. Und Sie sehen, Platz 2, 3 nur durch 400stel getrennt. Das war jetzt am Abend die erste Runde von Uwe Alz mit einem sensationellen Windschatten auf der Döttinger Höhe. Hat er sich angesaugt, vorbeigesaugt an den Konkurrenten. Und eins haben wir auch dann gesehen, als Erich Zarkowski noch vor Beginn unserer Sendung aus dieser einen Runde zurück an der Box ausgestiegen ist. Peter Zarkowski, der war fuchsteufelswild und richtig stinksauer. Wahrscheinlich, weil er diesen Platz in der ersten Startreihe verloren hat. Die Nacht senkt sich herein über die Nürburg. Und die Lagerfeuer draußen, der Duft der Bratwürste, das alles wird immer intensiver. Wir werden Ihnen im Verlauf dieser nächsten 30 Minuten noch eine ganze Menge Faszination nach Hause liefern. Auch morgen, übermorgen stehen ja in Summe mehr als 9 Stunden live bei DSF auf dem Programm. Die ersten Bilder also live von der Rennstrecke. Bevor wir uns noch eingehender mit den schnellen Runden, mit den Top-Favoriten befassen, machen wir noch einen ganz kurzen Boxenstopp, sind gleich wieder zurück am Ring. Zurück am Nürburgring und wir sehen eines der interessanten Autos, vielleicht nicht ein Top-Favorit, aber eines der ganz interessanten Autos, die Startnummer 4, der Lamborghini Gallardo von Dirk Adorf, Peter Oberndorfer und Hermann Thielke. Den Namen kennen Sie, Hermann Thielke, der Mann, der für Bernie Ecclestone die Formel 1 Rennstrecken baut und regelmäßig bei Langstreckenrennen mit dabei ist. Die Lamborghini haben heute schon, und es gibt zwei davon, im Feld hatten heute schon eine Menge Probleme. Elektronik auf der einen Seite, wusste man lange nicht bei der Startnummer 4, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und ein Motorschaden beim zweiten Wagen. Man hat, und jetzt halten Sie sich fest, per Hubschrauber aus Österreich einen Ersatzmotor eingeflogen.
Der war angesagt für 16 Uhr, Landung hier am Ring, Einbau, und der Wagen sollte eigentlich jetzt irgendwann in den nächsten Minuten wieder auf die Strecke rausgehen. Also bei manchen Privatteams wird der Einsatz schon recht hoch geschraubt, um bei diesen faszinierenden 24 Stunden vom Nürburgring mit dabei zu sein. Wir haben an diesem Wochenende für Sie in insgesamt 4 Autos Onboard-Kameras installiert. Dazu haben wir im zweiten Helikopter, wie Sie hier sehen, die Racecam, und das gibt eine Menge toller Bilder, wenn wir morgen am Start um 15 Uhr insgesamt 210 Rennfahrzeuge in 3 Gruppen beim Ablauf sehen werden. Die Besetzung, so wie in den letzten Jahren, absolut hochkarätig. Wir haben unter anderem an ehemaligen Formel-1-Piloten mit dabei. Striezel Stuck, Jacques Lafitte, wir haben Eric van der Poel aus Belgien, Michael Bartels, Johnny Cecotto. Wir haben aus dem Langstreckensport natürlich Legenden. Klaus Ludwig, er hat ihr ja auch schon 3-mal die 24 Stunden vom Nürburgring gewonnen. Uwe Alsen, Christian Abt, Klaus Nitzwitz, Peter Zarkowski, Andrea Bertolini aus Italien, Christian Menzel, Jörg van Ommen, Frank Schmickler, Kurt Thiem, Ralf Kellenas, Tommy Winkelhock, Ellen Lohr und viele, viele mehr. Die Faszination Eifel. Man spricht so oft darüber, aber wenn man dann im Fahrerlager mit den Piloten sich unterhält und wenn man auch sagt, was bedeuten dir diese 24 Stunden, die meisten sagen, du Gänsehaut pur, und das Wochenende ist das stärkste des ganzen Jahres. Über 230 Bewerber haben sich angemeldet. Wir sehen die Nummer 3, die Zackspeed Viper, gerade hinaus Richtung Aremberg am Schwedenkreuz vorbei, dann runter Richtung Fuchsröhre. Über 230 haben sich angemeldet, haben die Nennung abgegeben. Und einige Piloten haben noch nicht genug mit dem 24-Stunden-Rennen. Es gibt ja eine Unmenge an Rahmenprogramm. Manche fahren an diesem Wochenende neben den 24 Stunden noch 1 bis 2 Rahmenrennen. Heute Nachmittag gab es ja schon die Youngtimer, ebenfalls ein Langstreckenrennen. Und da waren unter anderem Uwe Alsen und Klaus Ludwig mit dabei, haben sich den Spaß gemacht, heute schon einmal bei der Youngtimer Trophy für 4 Stunden ins Lenkrad zu greifen. Daran können Sie ermessen, wie wichtig den Herrschaften dieses Nürburgring-Wochenende ist. Faszinierende Bilder, die unsere Kollegen von der Regie und von den Kameras einfangen. Das Abheben der Nummer 7 des Maserati, das ist der Wagen, auf dem auch Michael Bartels sitzt, gemeinsam mit Andrea Bertolini und Eric van der Poel und Gianni Giudici. Wir haben für Sie wirklich keinen Aufwand gescheut. 37 Kameras rund um den Ring. Die beiden Helikopter, die 4 Onboard-Kameras, also wir bieten Ihnen, so hoffe ich, wirklich Motorsport pur und in absoluter Perfektion auf DSF an diesem Wochenende. Zum Training, das gerade läuft, wir haben begonnen um 19.30 Uhr und gefahren wird bis 23 Uhr, Training 2, 3,5 Stunden. Heute Vormittag gab es schon einmal 2 Stunden. In diesem Training im Moment vorne unverändert die 28, der Mantai Porsche, mit 8.38.1 die souveräne und überlegene Bestzeit, und das wird es wohl auch bleiben. Daran ändert sich nicht mehr allzu viel, würde ich meinen. Der Alsen Porsche, Startnummer 2 in Reihe 1, und Sie sehen es unten auch im Durchlauf auf Platz 3, die Dodge Viper von Zarkowski, 400stel nur langsamer als der Alsen Porsche, mit der 36 der Land Porsche, unter anderem mit Timo Scheider, Marc Bazin, Patrick Simon und Frank Stippler. Interessant, auch da vorne die Reifenmarken sind alle vertreten, Dunlop, Pirelli, Michelin. Es wird ja auch auf dem Reifensektor an diesem Wochenende ein Riesenaufwand getrieben. Dann schauen Sie sich unten im Durchlauf die Favoriten und vor allem auch Ihren Liebling an. Interessant finde ich der Auftritt des Hauses Maserati. Man hat einen Grand Sport GT3 hierher gebracht. Und mit der Besetzung Bertolini, Bartels, Van de Poel und Giudici möchte man, ich würde mal sagen, zumindest ehrenvoll da vorne in den Top 5 mitfahren. Es ist nicht unbedingt ein Siegerauto. Michael Bartels hat auch ganz klar gesagt, die Porsche, die BMW, die fahren hier ihre 4-Stunden-Rennen. Die kennen den Ring auch in der Abstimmung. Wir müssen das alles in den beiden Trainingssessions in 5,5 Stunden erarbeiten. Und dieser Maserati ist bis jetzt sehr angenehm.
anständig aufgetreten. Man liegt im Moment auf Rang 9 in diesem Training. Hat auch schon ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Gestern den Unterboden zerstört, weil das Auto einfach zu tief gesetzt war. Fazit, der Maserati fährt heute ohne Unterboden. Das ist ein bisschen langsamer von der Aerodynamik. Dafür erspart man sich 19 Kilo Gewicht. Auch so. Auch so kann man an dieser Rennstrecke vorne mitfahren. Ja, und ein Mann, der heute sehr schnell unterwegs war, der steht jetzt bei Christina Sura und der fährt im Porsche Nummer 28 und die stehen auf Platz 1. Ja, genau, Walter. Neben mir Timo Bernhard. Er wurde gerade mit Applaus hier in der Manteibox empfangen, hat eine knallharte Zeit von 8 Minuten 38 hingelegt. Und trotzdem, Timo, du hattest eine brenzlige Situation unterwegs. Ja, das stimmt. Wir haben vor, wie das zweite Training begonnen hat, habe ich meine Runde gestartet und bin ich in die erste Runde begonnen, aber recht viel Verkehr und habe ich die Svedoles angebremst und ist mir kurz das Bremspedal durchgefallen und musste dann links über die Wiese abkürzen, was leider nicht so schön war, aber es war die einzige Möglichkeit, um einen Unfall zu vermeiden, bin dann die Runde langsam zurückgefahren und wir haben dann den Effekt behoben, haben 1,5 Stunden gewartet und dann nochmal angegriffen. Und jetzt ist alles okay im Auto? Ja, Auto lief sehr, sehr gut und ich war sehr überrascht, dass trotz des Verkehrs solch eine Runde entstanden ist und habe mich sehr gefreut und denke, es ist auch ein schöner Erfolg fürs Team. Wobei es noch nicht ganz zu Ende, aber wir haben sehr gute Chancen. Noch nicht ganz zu Ende, trotzdem viel Glück, macht weiter so, Timo. Und wir schauen jetzt, was an den Adenauer Racing Days los war. Britta Marx war für Sie vor Ort. Ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Ganz Deutschland? Nein. Bereits am Donnerstag vor dem 24-Stunden-Rennen stand in dem Eifelstädtchen Adenau alles im Zeichen von PS und Boliden. Die Fans sind hier einfach noch ein bisschen mehr enthusiaster auf andere Rennstrecken und die sind auch näher an den Rennstrecken dran. Also wir als Fahrer erleben das auch mehr hautnah sozusagen. Das einzige Problem ist Abendturn, da riecht man den Barbecue und hat man auch schon Bock auf ein Stück Fleisch. Aber Ambiente ist hier einfach einmalig. Die 5. Auflage des Adenauer Racing Day war ein voller Erfolg. 15.000 Fans feierten ihre Helden der Nordschleife. Ich habe gehört, dass schon letzte Woche am Samstag die ersten Fans hier angekommen sind auf den Zeltplätzen und Campingplätzen. Und das ist eigentlich einmalig in Deutschland. Und nicht umsonst kann man sagen, es ist das größte Autorennen der Welt mit den meisten Teilnehmern, den meisten Autos. Und es ist etwas ganz Besonderes, an dem 24-Stunden-Rennen teilzunehmen. Man kann es mit keinem anderen Rennen dieser Welt vergleichen. Und es ist immer wieder toll. Natürlich immer mittendrin unsere Moderatorin Christina Sura. Die Piloten schrieben etliche Autogramme und hatten jede Menge Spaß. Wobei die sportlichen Ziele nie ganz aus den Augen verloren wurden. Ja, also man weiß, die Grüne Hölle ist die schwierigste Rennstrecke der Welt. Das sagt man, glaube ich, überall. Und das darf man auch immer wieder spüren. Und ich glaube, mit 220 Autos auf der Strecke ist das wieder eine besondere Herausforderung. Audi hat mir die Freigabe gegeben, da bin ich sehr dankbar für, dass ich im Team von Wolfgang Land fahren darf. Wir haben ein potenzielles Podiumsauto, sage ich mal, und wenn wir durchkommen ohne Schäden, was ja bei 24 Stunden immer so ein Thema ist, dann denke ich mal, können wir auch Erfolg haben hier. Mehr als zufrieden zeigten sich die Fans mit dem gelungenen Auftakt in Adenau. Motorsport zum Anfassen. Ich bin ja sehr oft im Rahmen der Formel 1 auch unterwegs und dort sieht man es ganz anders. Dort kann kein Fan nirgendwo hin und deswegen liebe ich diese Veranstaltung so, wo es einfach so publikumsnah ist. Einen besseren Start in das lange Wochenende rund um den Nordschleifen-Klassiker konnte es kaum geben. Und das galt für die Piloten ebenso wie für die Fans. Gestern noch bei den Adenauer Racing Days, jetzt ist er hier, Michael Bartels. Ganz so kalt ist es eigentlich nicht mit der Mütze. Aber die Frage an einen so erfahrenen Rennfahrer, wie Sie das sind, bereitet man sich ganz besonders vor für so ein Wochenende 24-Stunden-Rennen hier in der Eifel? Ja, auf jeden Fall. Also die Vergangenheit hat gezeigt, dass man das Rennen nicht gerade so im Vorbeigehen bestreiten kann. Man muss sich körperlich darauf vorbereiten, man muss sich ernährungstechnisch darauf bereiten. Der Arztbesuch gehört 2 Wochen davor auch dazu, Blutwerte entnehmen, um zu schauen, wie der Körper bereit ist für doch größere Strapazen. Das Wetter ist zu erwarten, dass es sehr warm wird. Das ist ein hoher Flüssigkeitsverlust. Also es fordert schon nicht nur die Maschine, auch den Mensch. Okay, Sie gehen jetzt gleich raus ins Training. Irgendwas vorgenommen, was Besonderes? Licht checken,
nochmal die Stimmung draußen aufsaugen und dann früh ins Bett. Okay, viel Erfolg und danke Michael Bartels. Und wir geben ihm ab zu Ihrem Kommentator, Walter Zipser, bitte. Tja, noch einmal Licht checken, das ist wichtig, meine Damen und Herren, denn wir haben hier auch morgen im Rennen dann im Bereich von 7,5 Stunden absolute Finsternis und auch der Weg in die Abenddämmerung hinein. Sie sehen das hier aus den Onboard-Bildern vom Land Porsche, die im Moment auf Rang 4 in der Zeitenliste liegen. Auch der Weg in die Abenddämmerung hinein, der hat so seine Tücken, wenn man dann fallweise wirklich gegen die tiefstehende Sonne fahren muss. Und die Piloten müssen sich auch in diesem Abendtraining jetzt wieder ein bisschen an das Thema gewöhnen. Nürburgring Nordschleife bei Nacht. Welche Strecke wird gefahren? Es sind die 25,4 Kilometer. Das bedeutet Grand Prix-Kurs, und zwar der komplette Grand Prix-Kurs, mit Ausnahme der Mercedes Arena. Ende Start Zielgerade wird mit dem Castrol S abgebogen. Kurz rechts, kurz links und dann schon wieder raus auf die Grand Prix-Strecke. Dann die komplette Grand Prix-Strecke und nach der Schikane geht es dann links raus Richtung Hatzenbach. Und auch das ist genau die Stelle, wenn jemand seine Zeitenrunde beginnt im Training, dann beginnt er mit dieser kleinen Schikane, fährt dann ins Startziel ein und bleibt dort ganz auf der rechten Straßenseite. Das ist abgegrenzt auf der rechten Straßenseite. Über Start und Ziel wird Vollgas gegeben. Und man fährt auch nicht die Grand Prix-Schikane, die enge Formel-1-Schikane auf der Grand Prix-Strecke, sondern 20, 30 Meter dahinter die etwas offenere Schikane und biegt dann im Linksbogen hinaus Richtung Hatzenbach. Aber Sie sehen an diesen Bildern, wie schwierig es auch für die Piloten ist, obwohl die Kamera hier sich ein wenig unterzeichnet, im Sinne von zu dunkel, wie schwierig es ist, in der Nacht unterwegs zu sein. Wir haben auch in diesem Jahr das gleiche Thema wie schon in den vergangenen. Die Top 20 nach dem Training bekommen in die Windschutzscheibe das blaue Blinklicht hinein. Sehen also dann im Rückspiegel sehr deutlich wie ein Einsatzfahrzeug aus für die langsamere Konkurrenz. Und Stritzel Stuck hat das so gut verdeutlicht. Er sagt, man kann sich das so vorstellen, zwischen den Top-Autos, den wirklichen Spitzenfahrzeugen und den Amateurautos, wobei das nicht abwertend gemeint ist. Da kann es passieren, dass man am Bergwerk mit 260 daherkommt und dann steht irgendeiner mit 160 und ist an seinem Limit mit 160 in der Gegend herum. Und diese Überholmanöver, das sind mit die schwierigsten, mitunter auch gefährlichsten Momente. Das Zusammenspiel der Piloten mit Blinker setzen, mit deutlich zur Seite gehen, das hat bisher im Training ausgezeichnet funktioniert. Es gab von allen Seiten wirklich positive Reaktionen in dem Sinne, dass sich die Langsamen da schön raushalten. Ja, und auch so kann es gehen, wenn man den Bremspunkt verpasst und dann einmal quer über die Wiese geht mit dem eleganten Abkürzen. Das war einer der Mantai Porsche, die 29, mit der britisch-deutschen Besatzung von Reeves, Cook, Perry und Williams, ein 911er GT3. Der 36er Porsche mit Timo Scheider, mit Marc Bazin, Patrick Simon und Frank Stippler auf Dunlop-Reifen. Der Land Porsche, der GT3 RSR. Die haben sich auch sehr, sehr akribisch vorbereitet auf dieses Wochenende. Das Auto komplett neu aufgebaut und Wolfgang Lang hat gemeint, meine Piloten müssten eigentlich einen LKW-Führerschein haben. Wir haben unten am Boden, an der Bodenplatte, 10 mm Alublech aufgenietet, um das Ding von den Bodenwellen ein bisschen fernzuhalten. Das fährt sich fast wie ein Lastwagen, unter Anführungszeichen, aber das ist notwendig, um auf der Nordschleife nicht wirklich durchgeprügelt zu werden und diese 24 Stunden extreme Belastung zu überstehen. Kurzer Boxenstopp mit dem Land Porsche. Zurück am Nürburgring. Wir sind im zweiten und entscheidenden Training für das 34. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen. Die Nordschleife, wie Sie hier sehen, in voller Faszination. Die Fans bereiten bereits seit Stunden hier wirklich ein großes Festival mit Bratwürsten, mit den üblichen Getränken und mit richtig guter Laune dazu. Die Faszination der Fahrzeuge in der anbrechenden Nacht. An der Spitze der Zeitenliste hat sich nichts geändert. Es wird noch etwa 50 Minuten trainiert. Und nach wie vor die Nummer 28, der Mantai Porsche, mit den sagenhaften 8.38.1, gefahren von Timo Bernhard an der Spitze. Der Alsen Porsche, die Startnummer 2, mit
mit Manta in der ersten Startreihe. Sie sehen unten wieder im Durchlauf die aktuelle Reihenfolge. Diese Faszination 24-Stunden-Rennen ist ja für viele Piloten etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Wir haben einen Dieter Quester mit dabei am Stuck BMW. Der Dieter fährt an diesem Wochenende sein 51. 24-Stunden-Rennen. Natürlich Daytona, Le Mans, Spa, Nürburgring, alles zusammengerechnet. Aber auch der Striezel Stuck kommt schon in den Bereich von etwa 35 24-Stunden-Rennen. Und Hans Stuck ist ja der erste Sieger hier am Ring im Jahr 1970 gewesen. Auch damals schon mit einem bayerischen und genau so einen 2002er TI, mit dem er damals am Ring gewonnen hat. Genau so einen hat sich der Striezel Stuck vor nicht allzu langer Zeit als Oldtimer gekauft und fährt jetzt zum Spaß damit mit seiner Gattis bei Oldtimer Rallys mit. Die lange Gerade, Döttinger Höhe, Retour Richtung Start und Ziel. Die Top-Autos drehen da draußen in dem Bereich von 280 Stundenkilometer aus. Dann die Anfahrt mit der Schikane hinauf zum Grand Prix Start, zu Start und Ziel. Dieses Thema 24-Stunden-Rennen wird auch aus Deutschland mittlerweile in alle Welt exportiert. Es gibt ein Projekt für den Dezember. In Bahrain auf dem Grand Prix Circuit soll unter deutscher Beteiligung im Sinne von Organisation ein 24-Stunden-Rennen stattfinden. Es ist eine Delegation hierher zum Nürburgring gekommen, 30 Mann hoch mit sehr hohen Repräsentanten des bahrainischen Motorsports und der Rennstrecke. Wir werden sie im Verlauf dieses Wochenendes noch im Detail mit den Herrschaften bekannt machen. Und bis jetzt ist auch das Interesse extrem hoch für ein 24-Stunden-Rennen im Dezember, im Prinzip schon nach der Saison. Aber so wie weltweit ist auch hier am Nürburgring die internationale Beteiligung extrem ausgeprägt. 30 Nationen sind mit dabei. Teilnehmer, Autos aus Neuseeland, aus Australien, wieder der Zwischenstand, wie Sie sehen. Noch immer die 38.1 vom Mantai Porsche. Teilnehmer aus Australien, Neuseeland, aus den Vereinigten Staaten, aus der ganzen Welt kommen sie zum legendären Nürburgring. Der Lamborghini von Adorf Tilke Oberndorfer auf Rang 8. Sich jetzt also da auch mit reingeschoben und einer der Maserati, Bertolini, Bartels, Van der Poel und Giudici auf Rang 10. Sie alle sagen, wir sind sicher nicht unter den Siegkandidaten. Auch Quester Stuck, Werner Deutken auf Rang 13, die sagen, wir fahren in aller Ruhe unser Qualifying, unsere Pflichtrunden. Jeder Pilot muss ja im Training zumindest zwei Runden absolviert haben, das sieht das Reglement vor. Wir bereiten uns in aller Ruhe auf das Rennen vor. Stichwort, ob wir als 9. oder 13. starten, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist der Überblick über die Top 20 in diesem Training. Es wird sich ganz vorne, denke ich, nichts mehr ändern. Wir dürfen also den Mantai Porsche, die Startnummer 28, morgen um 15 Uhr auf Pole, auf Startplatz 1 erwarten. Und Sie müssen sich eine Menge Zeit reservieren an diesem Wochenende. 9 Stunden lang berichten wir vom Rennen am Nürburgring. Das war es zunächst mal vom Training und damit gehen wir wieder in die Boxengasse. Ja, Walter, vielen Dank. Das war schon mal ein spannender Auftakt hier vom Nürburgring. Morgen um 15 Uhr, du hast es schon gesagt, Walter, ist der Startschuss hier fürs 24-Stunden-Rennen. Wir werden 9 Stunden live berichten vom Rennen. 200.000 Zuschauer werden hier am Ring erwartet. Und Sie, liebe Zuschauer, bitte schalten Sie ein morgen, denn es wird ganz schön viel los sein. Absolut. Und wer noch nicht genug gesehen hat von Christina Sure, von meiner charmanten Kollegin, der kann jetzt natürlich noch dranbleiben beim DSF. Tuning TV steht an. Morgen ab 14.30 Uhr sind wir dann wieder live hier auf der Strecke. Jetzt gibt es noch die Bilder des Tages und wir sehen uns morgen. Bis morgen.